So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Bounty Train. So langsam habe ich es drauf. Ich werde mich nochmal runtersetzen, nicht? Da oben passieren viele Dinge, da ist die Zeit. Denke hier über den Leuten, da störe ich am wenigsten. Und ja, was machen wir? Depot in der Bank of Washington. Das lief noch, haben wir. Beschaffe Stiefel, stimmt, wir müssen zurück nach Louisville. Wir sind aber in Portland. Und wir müssen Öl in Boston abliefern. Ah ja, okay. Sehr gut. Und dann müssen wir nach Cleveland. Finde Marguerite. Wir brauchen aber gar nicht Kräutersuche. Wir haben Kräuter gefunden. Von daher können wir das, glaube ich, skippen hier. Das ist, glaube ich, optional. Will denn jemand nach Boston? Oh, es wollen sogar einige nach Boston. Wie lange brauchen wir denn nach Boston? Sagen wir mal 3 Tage. Alles über 3 Tagen nehmen wir nicht mit. Ich glaube, Kohle hatten wir geladen. Ja. Öl hatten wir geladen. Sehr schön. Hier könnte man nichts mitnehmen. 2 Tage, 7 Stunden. Nö. Sorry. Kann ich leider nicht erfüllen. Von daher geht's einfach so los. Wir haben noch 9 Tage Zeit. So. Hier. Ihr Öl. Pelze, Baumwolle oder Alkohol. Brauchen wir nicht. Können wir direkt hier verscherbeln. So, wie fahren wir von hier weiter, ist die Frage. Über Utica, Buffalo, Pittsburgh geht nicht, weil ich die hier nicht freischalten konnte bisher. Oh, was hier? Zivilistenlager. Ja, danach New York, Philadelphia, Washington, Cincinnati, Louisville, nicht? Das heißt, New York ist unser Ziel. Wir gucken mal. 8 Einheiten Werkzeuge nach New York in 2 Tagen und 14 Stunden. Ja, das. Wir sind zu schwer. Das können wir vergessen. Wir brauchen so schon 1 Tag 13 Stunden und dann sind wir noch nicht mehr beladen. Kohle können wir nochmal auffüllen. Was brauchen die denn in New York? Brauchen die Schmuck? Halbgut. Ja, Baumwolle würde gehen. Nahrung. Da bleibt nicht viel übrig, nicht? Ja, Baumwolle. Und weil Baumwolle günstiger ist, würde ich dann sagen, nehmen wir Baumwolle mit. Wir können aber einmal speichern. Und gucken, ob der Auftrag funktionieren würde. Drei Tage. Ne. Er hat irgendwie gleichzeitig gespeichert, während ich gespeichert habe. Sehr merkwürdig. Sehr merkwürdig. Okay. Dann, wir haben schon mal 3 Mal hier. Achso, wir können noch jemanden mitnehmen. Ey. Nö. Wollen alle nicht mit? Ja, dann. Lecco mio, auf Wiederschuss. Wir warten mal. Die wollen Medizin. Baumwolle haben sie selber, verkaufen wir trotzdem. Dann sinkt der Preis. Jetzt würde es nach Philadelphia gehen.
Da muss ich immer an den Käse denken. Philadelphia. Wir heben mal das Geld von der Washingtoner Bank ab. Dann haben wir mehr Kapital. Nö. Will jemand nach Philadelphia? Nö. Was können wir nach Philadelphia mitbringen? Stahl. Okay, sehr stark. Tabak. Ist verboten. Waffen. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir 2 Stahl mit. 2 Waffen. Und den Rest Tabak. Und Kohle. Dann haben wir 42,4. Und fahren nach Philadelphia runter. Abspaltung Tennessees. Es ist soweit. Oha, und da ist noch was passiert. Lieber Walter, ich habe einen Brief von Michael erhalten. Er hält sich momentan in Montgomery auf. Ich hoffe, du findest ihn dort. Von Samuel gibt es noch nichts Neues. Wir können nur hoffen, dass es ihm gut geht. Reise nach Montgomery. Oh, verdammt. Montgomery müssen wir. Da könnten wir auch den einen alten, verwundeten Soldaten abladen dann. Mal gucken, mal gucken. Aber ja, dann würde ich erstmal bei einer Volksabstimmung am 8. Juni 1861 stimmte Ost-Tennessee mehrheitlich gegen eine Abspaltung, wohingegen das westliche Tennessee sich stark dafür aussprach. Die Entscheidung fiel also im zentralen Tennessee, wo noch im Februar 51% der Einwohner gegen das Verlassen der Vereinigten Staaten gewesen war, während im Juni ganze 88% dafür stimmten. Wow. Okay, was ist da passiert? Knox will jetzt nun einen konföderierten Staat und benötigt daher dringend Öl. Na gut. 9 Einheit Medizin. Ja gut, ich habe alles außer Medizin. Ihr Waffen. Wartet mal, Waffen. Waffen. Ich hatte die nicht verkauft, weil die hier auch recht günstig waren, nicht? Das ist blöd. Ich meine, ich könnte einen Gewinn machen. Und über Washington dürfen wir keine Waffen transportieren. Wir könnten die dahin schmuggeln. Der nächste Bahnhof, den wir ansteuern würden, wäre Washington. Shit. Okay, erstmal den Tabak. Den Stahl, das bringt auf jeden Fall was. Ich nehme auf jeden Fall die Medizin mit. Aber was machen wir noch? Werkzeuge sind günstig. Das würde was bringen, aber die sind auch schwer. Stoff ist gut. Stoff hat eine richtig hohe Dings. Ja, dann nehmen wir Stoff mit. Oh, da hatte ich sogar noch Stoff. Ja gut, passiert. Dann nach Washington. Achso, will jemand nach Washington mitfahren? Ich glaube nicht. Dann fahren wir nach Washington runter. Tut, tut. Ein Tag, 24 Stunden. Meine Grüße, Zivilist. Ein Freund der US-Armee ist uns immer willkommen. Sehr gerne, danke. So, was möchte Calvin? Er kann mir Medizin verkaufen. Kann ich irgendwie auch nur eins kaufen? Nehmen wir mal eins mit. Ich glaube, die Medizin ist auch günstiger als in der Apotheke. Wir haben ja eine unserer Schwester gegeben, nicht? Deswegen legen wir die da mal hin. Stärke, Schub brauche ich nicht.
Ich hoffe, hier liegt nicht irgendwo eine Waffe im Lager, die ich mitnehmen könnte. Versteckt. Im Dunkeln ist das immer schwer zu sehen. Was haben die hier? Tabak? Werkzeug. Werkzeug war gut, nicht? Tabak nicht. Auch wenn die keinen haben. Tabak ist auch echt teuer. Okay, wir verkaufen ihnen hier nämlich die Medikamente. Das brauchen die. Und nehmen dafür die Werkzeuge mit. Und dann fahren wir weiter. Ab nach Washington. Und an alle da draußen. Prösterchen. Wir müssen warten, bis die Bank öffnet. Ja, ja. Ich möchte Geld einzahlen. Wie viel? 4000 haben wir in der anderen. Wären 769. Wäre genauso viel wie in der anderen. Klingt gut, oder? 4000, dann hätten wir noch 8000 übrig. Zahlen wir ein. Haben die irgendwelche Aufgaben? Die wollen Tabak oder Nahrung haben. Ja, das habe ich leider nicht. Warte mal, wie viel Tabak wollen die? 9 Einheiten Tabak. Habe ich vergessen, ich glaube. Deswegen hatte ich den Tabak in einer anderen Stadt gelagert. Naja. Egal, wir müssen erst unsere Schwester retten. Von Washington ist die nächste Stadt Cincinnati, nicht? Da bleibt nichts anderes übrig. Also erstmal die Kohle kaufen. Wem er nach Cincinnati? Niemand. Habt ihr was für Cincinnati? Ja, die Aufgaben irgendwann, wenn man so viele Städte hat, lohnen sich gar nicht mehr. Cincinnati könnte Stahl gebrauchen. Da könnte man Reibach machen. Waffen können wir hier nur nicht mitnehmen. Ja, eigentlich nur Stahl. Vier Dinger können wir mitnehmen. Was können die noch nehmen? Aber dann nehmen wir einfach Medikamente mit. Das dürfte passen. 43,2. Sehr schön. Wie lange lebt unsere Schwester noch? 30 Tage noch. Okay. 7 Tage fahren wir schon allein darüber. Eieiei. Ich habe lange nicht gespeichert, nicht? Wenn jetzt Banditen auftauchen, wäre ich, glaube ich... Hui, wir werden durchsucht. Die Südstaaten. Grüße, Zivilist. Bitte bleiben Sie ruhig und bereiten Sie sich vor, dass Ihr Zug durchsucht wird. Wir suchen Alkohol oder Waffen. Sind Sie im Besitz der Waren? Nein, natürlich nicht. Ich bin ein gesetzestreuer Bürger. Alles gut, alles in Ordnung. Ich könnte jetzt angreifen, freut mich zu hören. Aber wir sind Händler, wir gehen der Konfrontation aus dem Weg. Da sind sie, im Wald versteckt waren sie. So, Medikamente oder Stahl? 4 Einheiten Stahl, ja bitte sehr. Zack, direkt 700 Boni gemacht. Finde ich sehr gut. Was mit den Medikamenten? 92. Was kaufen die hier? Alkohol und Waffen. Alkohol und Waffen. Wir müssen noch nach Louisville, ja. Hier können wir leider nichts kaufen, nicht? Alkohol und Waffen mäßig. Das ist schlecht. Wir können nur Baumwolle kaufen. Ich glaube, die bringt uns aber in Louisville... Doch, die bringt uns was in Louisville. Sehr gut. Fälle auch. Ja, aber dann nehmen wir Baumwolle mit. Und Naomi, wir haben genug geliefert, dass Naomi aufsteigen kann. Ihr Reparaturtempo könnte erhöht sein. Intelligenz, unbändige Kampf. Nee, ich finde Mechaniker ist wichtig, nicht? Falls der Zug im Kampf kaputt geht, machen wir das. Will man mitfahren nach Louisville? Nee, nach St. Louis. Muss ich was transportieren? Nö. Ja, dann können wir einfach ganz geschillt dahin fahren. Ich speichere einmal zwischen.
falls irgendwas bei den Indianern hier schief geht, Native Americans. Ist halt blöd, im Spiel stehen noch Indianer, nicht? Das sollte man ja nicht mehr sagen. Aber so ist es halt. Sei willkommen in unserem Lager. Ruhe dich aus oder handle mit uns. Es ist mir eine Ehre. Was zahlen die denn für Medikamente? 76 nur. Und für Baumwolle? 56. Wie viel pro Ding? 18. Das ist ja gar nichts. 41. Nee, die zahlen nicht gut. Die haben ja selber Medikamente. Unfälle. Ha. Weißer Geist. Also, Fremder, ich brauche eine gute Waffe. In euren großen Städten bauen die Menschen doch solche Waffen. Wohin genau willst du denn? Weißer Geist einsteigen lassen. Reise in die Stadt mit einem Waffenladen. Sprich mit Weißer Geist. Okay, Ansehen steigt. Keine Zeitbegrenzung? Ja, dann... Das ist gut, wir müssen doch eh auf dem Rückweg. Oh, ich wollte noch mit Sitting Bull reden. Scheiße. Naja, gut. Ich wollte... Das ist ein bisschen doof, nicht? Ich will manchmal auf die Karte gucken bei solchen Momenten und dann fährt der Zug direkt weiter, aber ich wollte ja nur gucken, ob ich ihn mitnehmen kann. Zum Glück habe ich ihn wenigstens mitgenommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was Sitting Bull uns sagen will. Spulen wir erstmal vor. Erstmal reden wir mit Matsuwa. Hier deine Stiefel. Bring mir die Zutaten und die Stiefel. Schöne Stiefel. Jetzt die Zutaten. Ich arbeite noch dran. Aber hä? Ich habe die Zutaten. Er hat gesagt, er braucht von den Irokesen das Zeug. Und das habe ich geholt und gekauft. Hä, warum sollte ich das denn sonst... Also, an den Stellen ist das Spiel nicht klar, nicht? Ich habe doch Mana-Gras. Okay, dann hat der andere ein bestimmtes Mana-Gras. So, wo soll der sein? Cleveland. Da ist Cleveland. Wie komme ich denn nach Cleveland? Wir könnten die kaufen und die kaufen. Über Detroit würden wir da hinkommen. Die hier können wir nicht kaufen? Doch. Dann müsste ich bis Buffalo zurück. Die hier konnte ich nicht kaufen. Beziehungsweise kann ich sie kaufen, aber hier kann ich auch irgendwie die Dokumente bekommen. Da warte ich natürlich. Am günstigsten wäre natürlich das, aber da muss ich komplett rumgurken. Bis nach New York. Das kostet. Wir haben nur noch 20 Tage Zeit. Ich meine, selbst das hier... Okay, ich brauche die ja so oder so, die Lizenz. Das sind 4 Tage. Wir müssen erstmal zu unserer Schwester zurück. Das sind 11 Tage alleine. Dann müssen wir ihr Medizin geben. Okay, ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Shit. Das ist natürlich doof, dass die Aufgaben so unklar sind. 4 Einheiten Stahl habe ich nicht. Hier liegen auch schon Medikamente. So, das können wir aber verkaufen. Medikamente sind hier auch nichts wert. Was mit dem Öl? 81 Gewinn. Irgendwas war mit dem Öl wahrscheinlich. Nach Knoxville würde uns auch nichts bringen. Merkt, hier sind inzwischen sehr viele Kriegseinheiten. Aber wir müssen eh nach Cincinnati den anderen abliefern. Dann gucken wir jetzt nochmal auf den Rückweg. Cincinnati würde was brauchen von uns? Tabak vielleicht. Alkohol ist eh verboten. Oder Schmuck. Wir speichern sicher jetzt aber einmal. Oh, und es ist schon wieder voll. Jetzt muss ich hier Spielstände löschen. Ja, das ist ein bisschen nervig. Also, warum begrenze ich die Anzahl der Spielstände und gebe dem so ein schlechtes UI, dass er auch nicht Multi löschen kann dann? Also das... Gut, es ist halt 2015 das Spiel, nicht?
aber selbst für damals fraglich. Wahrscheinlich, weil die Festplatten damals kleiner waren, hat man dann gesagt, naja, komm, mehr als ein Gigabyte wollen wir nicht an Spielständen zulassen. Dann löschen wir halt kurz diese Spielstände. Ich meine, brauchen tun wir sie eh nicht mehr, nicht? Wenn jetzt was schief geht und wir bräuchten so einen alten Spielstand, dann kann man auch neu anfangen. Dann wäre es, glaube ich, eh over. So, jetzt habe ich doch wieder ein paar geschaffen. Wir können speichern, Luis will. Und dann gucken wir nochmal, hat der nach Utica oder Washington? Okay, will jemand mitfahren? Nach Richmond, Jackson oder Montgomery? Nee. Okay, dann können wir auch Sachen mitnehmen wie zweimal Schmuck. Kohle und was war noch günstig? Tabak, nicht? Und dann geht's zurück nach Cincinnati. Cincinnati. Gucken wir, ob die das wollen. Stahl, ne. Gut, dann verkaufen wir es manuell. 80 Gewinn, 38 Gewinn, 92 Gewinn, sehr gut. Stiefel für die Schamanen ist beendet. Jetzt geht's rüber nach Washington. Wir müssen aufpassen, nicht? Hier sind wieder eine Konföderiertenarmee. Was brauchen die? Nix. Okay. Haben wir eine Aufgabe für Washington? Nö. Wie immer nach Washington? Nö. Ich glaube, von hier könnten wir gar nichts nach Washington mitnehmen, nicht? Washington war alles günstiger, was die hier auch produzieren. Und selbst wenn sie was nicht hatten, war es hier einfach teurer, obwohl sie es hatten. Oder es war illegal. Ja. Nix. Nicht? Das ist blöd. Aber dann ist das eine Leerfahrt. Ups. Leerfahrt ist immer schlecht. Aber dann fahren wir wenigstens schneller. Alles in Ordnung, freut mich zu hören. Wir fahren weiter. Oha! Eine Chicago Pioneer in Charleston verfügbar. Die Chicago Pioneer 420 ist eine sehr ausgewogene Lokomotive. Sie vereint die Geschwindigkeit der Cumberland Valley Pioneer mit dem Leistungsvermögen der John Bull, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl macht. Okay, in Charleston. Anlieferung von Nahrung. Die Bank, die hatten wir gerade erst gemacht. Jemand runter nach Richmond? Nö. Ja, dann fahren wir direkt nach Richmond runter. Zivilistenlager. Ich weiß nicht, was Zivilisten wollen. Normalerweise steht da, was die haben wollen. Hier steht ja zum Beispiel Revolver, Gewehre, Granaten. Oh, und ich hab... Ach, shit. Ich hab vergessen, weißer Dings abzuliefern. Aber komm, dann liefern nach Richmond zum Waffenladen. Da darf ich jetzt nur nicht vergessen. Ähm, 13 Tage haben wir noch. So, nach Richmond. Was können wir nach Richmond mitnehmen? Stahl. Felle. Das war's. Medikamente. Nehmen wir Medikamente mit. Die haben wir hier noch im Lager. Und vielleicht 4 Felle. Falls sie 4 Felle da wollen. Dann haben wir sie. Let's go. Oh, wir haben nicht genug Kohle. Die vergesse ich immer.
Ich glaube, langsam haben wir aber auch so viel Geld, dass ich die Kohle automatisch kaufen kann. So, 2384 in diesem Monat eingenommen. Das ist okay. So, jetzt mit Weißer Geist reden. Ist das hier die große Stadt? Hier gibt es einen guten Waffenladen. Dort wird man dir die passenden Waffen verkaufen. Okay. Louis? Ach so, genau, der will nach Montgomery. Den müssen wir später holen. Washington oder New York? Die vertrauen uns noch nicht genug. Ah, das Problem ist auch, weil die Stadt jetzt keine Nordstaatenstadt mehr ist. Nicht sind da die Sachen gefallen. 198. Komm, hier 32. Ich weiß halt nicht, wie viel zahlen die uns? 71 pro Stück ist schon gut. Komm, verkaufen wir. Wir nehmen die Baumwolle mit. Die ist hier super günstig gewesen. Wir haben die für 4 gekauft damals. Und wir fahren jetzt nach Wilmington. Da ist die mäßig was wert. Alkohol dürfen wir nicht transportieren. Schmuck wäre richtig was wert. Okay, wartet mal. Dann nehmen wir wenigstens 2 Schmuck mit. Können wir 3 Schmuck nehmen? Passt genau. Und dann speichere ich, falls wir überfallen werden. Ab nach Wilmington. Mein Herr, bessere Preise finden Sie nirgendwo in der Gegend. Na, dann gucken wir mal. Was hat er denn im Angebot? Medikamente? Wie viel würde er uns denn hierfür zahlen? 129 pro Stück. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber in Wilmington kriegen wir mehr, 156. Nahrung hat er günstig. Wie viel kriegen wir denn für Baumwolle? 17. Wie viel zahlt er uns? Auch 17. Was mit Nahrung in Wilmington? Kostet da gar nichts. Das heißt, die Nahrung hier zu kaufen würde nichts bringen. Alkohol dürfte da verboten sein. Ja. Deswegen wäre Schmugglerware. Hier liegt auch nichts rum, was wir irgendwie mitnehmen könnten. Eine Axt oder sowas. Ein Pferd können wir nicht klauen. Niemand, der mit uns reden will, dann fahren wir weiter. So, dele, so, de, so, le, so, le, le. So, wo ist Pearl? Hier, Pearl. Ich tue alles. Ich komme wieder. Ist das eine kleine? Kleine. Wo ist denn das mittlere? Hier. Wir brauchen mittleres. 30 Tage Aufschub. Jetzt haben wir 37 Tage Zeit, um nach Cleveland zu kommen. Ich meine, die Reiseroute ist auch nicht die geilste. Hier schon besser, nicht? Aber wir müssten echt bis New York, Buffalo, Cleveland. Das gefällt mir besser. Wir haben 15 Tage ohne Unterbrechung. Dann würde ich sagen, auch wenn es jetzt blöd ist, komm, dann kriegst du die Traumkräuter und du kriegst mittleres Medizinfläschchen. So, dann haben wir 60 Tage wieder Zeit. 67, nicht? Und dann ist gut. So, wollen die was haben? 6 Einheiten Stoffe. Nee, kann ich euch leider nicht mit dienen. Ich habe aber schönen Schmuck und Baumwolle. Und wir fahren zurück nach Wilmington, nach Richmond.
Können wir aber nicht, weil es konföderierten Staaten sind, nicht? Da haben wir noch nicht so ein Ansehen. Shit. So, von hier nach Richmond, Öl. Öl lohnt sich. Öl und Tabak. Nehmen wir 4 Öl mit. Und 4 Tabak. Wie man mit nach Richmond in 3 Tagen 5 Stunden. Das sollten wir schaffen, oder? Wir schaffen genau 3 Tage. Nehmen wir nicht mit. Das ist zu knapp. Wenn irgendwas passiert, dann schlägt die Aufgabe fehl. Also, wollt ihr Öl? Ja, die wollen 3 Einheiten Öl. Das heißt, wir kriegen extra Money. Sehr gut. Wir haben sogar noch ein Öl übrig. Können wir so verkaufen. Tabak können wir so verkaufen. Jetzt geht zurück nach Washington. Haben ihr eine Aufgabe für uns nach Washington? Nö. Was brauchen die in Washington? Tja, nix halt. Schmuck. Schmuck, aber wäre jetzt nicht der Mega-Gewinn für das Risiko. Ja, nix. Wow. Washington? Wenigstens jemand, der nach Washington will. 2 Tage, 4 Stunden. Komm, das schaffen wir. Ist es wenigstens keine Leerfahrt? So muss man das immer sehen. Nach New York? Wir fahren aber über Philadelphia, nicht? Ja. Philadelphia? Nö. Philadelphia? Nö. Ich meine, wir könnten sie mitnehmen. 8 Tage, das sollten wir schaffen, oder? So. Washington nach Philadelphia. Stahl ist zu schwer. Wir haben es ein bisschen eilig, nicht? Wegen unserer Schwester. Da kann ich jetzt nicht schwere Sachen mitnehmen. Medikamente könnte ich mitnehmen. Das passt. Und dann geht's los. Wie lange haben wir Zeit? 8 Tage. Einen Tag brauchen wir allein bis hierhin nur. Das geht. Und ein bisschen Kohle. Ich nehme nicht so viel Kohle mit, nicht? Dann sind wir leichter, sind wir auch ein bisschen schneller. Und ja, ob wir die gute Dame rechtzeitig abliefern, seht ihr in der nächsten Folge.